Die EU möchte sich engagieren im Bereich Syrien, Nahe Osten, Stichwort arabischer Frühling, arabischer Winter, wie man das auch immer sehen möchte. Die Zahl der syrischen Flüchtlinge wächst, von Jahr zu Jahr werden es mehr. Was muss denn Europa überhaupt tun, um effizient helfen zu können? Ich glaube, dass man zunächst einmal dafür sorgen müsste, dass nicht permanent irgendwelche Söldner, die von arabisch-fundamentalistischen Staaten finanziert werden, dort sich in dieses Land einmischen. Das ist der Ausgangspunkt. Das Zweite ist, dass man auf der Seite der christlichen Minderheiten stehen müsste, weil das sind die ersten Betroffenen in diesen Ländern. Und dann würde sich nämlich relativ rasch herausstellen, dass es eine unglaubliche Heuchelei ist, die hier stattfindet. Es geht gar nicht um Demokratie und es geht gar nicht um den Schutz von Minderheiten, denn die wären ja zu schützen. Das betrifft in erster Linie die Christen, vor allem in Syrien. Sondern es geht schlicht und einfach darum, dass bestimmte Länder in der Europäischen Union, namentlich die Briten, die Franzosen und da aber auch außerhalb der Union, insbesondere die Amerikaner, schlicht und einfach wirtschaftliche und militärstrategische Interessen dort verfolgen und ihnen völlig egal ist, wie viel Opfer das in dem Land kostet. Und das ist die Heuchelei an der ganzen Debatte vom arabischen Frühling. Der arabische Frühling hat sich für die Minderheiten, insbesondere für die Christen, in Ägypten, aber jetzt auch in Syrien oder im Irak immer noch als verheerend herausgestellt. Der arabische Raum soll das Geld, das damals eingefroren wurde, als die Konflikte begannen, die Rebellionen, das soll jetzt wieder zurückgeführt werden. Da hat die EU diese Woche darüber beraten. Mit welcher Rechtfertigung gibt man das Geld zurück und hat es damals eingezogen? Das ist die Arroganz des Westens, der sagt, wir entscheiden, wer missliebig ist und wer nicht missliebig ist. Und wenn wir für missliebig erklären, dem frieren wir zunächst einmal die ganzen Finanzen ein. Und dann entscheiden wir, wer es dann am Schluss über die Finanzmittel, die ihnen ja gar nicht gehören, dann am Schluss verfügen darf. Es werden die Falschen finanziert. Man hat in Ägypten die Muslimbruderschaft an die Macht gebracht. Wieso soll man jetzt denen das Geld geben, das man vorher dem früheren Partner Mubarak eingefroren hat? Ja, der war ja bitte jahrzehntelang Partner des Westens. Ja, es ist ja nicht so, dass das also quasi von heute auf morgen zu einer fürchterlichen Diktatur geworden wäre. Das Gleiche gilt für Syrien. Das Gleiche hat übrigens auch für den Irak gegolten. Ja. Man sieht ja heute, glaube ich, am deutlichsten im Irak, dass es dort nur um die wirtschaftlichen Interessen von Halliburton und anderen Großkonzernen ging, die im politischen Nahfeld der Bush-Administration waren. Und dazu waren diesen Zynikern alle Opfer, die dort zu beklagen sind, egal. Letzte Frage zu Syrien. Auf den Golanhöhen wird es immer gefährlicher. Auch ja. Österreichische Soldaten sind dort. Soll der Verteidigungsminister die Soldaten Österreichs abziehen? Ja, ich habe ja die israelische Politik hier nie verstanden, denn die hätten ein Interesse daran haben müssen, dass die Situation in Syrien stabil bleibt und hätten sich als Erste dagegen wehren müssen, dass man das Land destabilisiert, was man jetzt zustande gebracht hat. Jetzt erkennen sie auf einmal, dass in Syrien die Machtübernahme durch islamische Fundamentalisten droht und jetzt versuchten sie dort einzugreifen, indem sie beispielsweise Waffenlieferungen oder angebliche Waffenlieferungen an die Hisbollah bombardieren. Es wird sich noch herausstellen, dass das eine sehr, sehr falsche Politik war, die an dieser neuralgischen Grenze am Golan zu einer gefährlichen Situation führen wird. Und da, glaube ich, ist man als Österreicher gut beraten, genau zu überprüfen, ob die friedenserhaltende Mission, die dort mit österreichischer Beteiligung durch die UNO stattfindet, ob die noch ihre Basis hat oder nicht. Eine Berechtigung hat, ja. Und ich glaube, dass in absehbarer Zeit die Situation so gefährlich dort wird, dass von einer Friedenserhaltung keine Rede mehr sein kann. Also von einer Friedenserhaltung zu einer friedensschaffenden Maßnahme? Das, glaube ich, wird nicht Aufgabe dieses EU-Mandates sein und das wird insbesondere nicht Aufgabe österreichischer Militärs sein.